Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um F1 2020. Wurde mir netterweise von Koch Media zur Verfügung gestellt. Ein Dankeschön nochmal hierzu. Und wie ihr im Hintergrund schon, also wie ihr auf dem Bild schon etwas seht, zeige ich euch mal, was man hier so alles machen kann. Hier zum Beispiel die ganzen Fahrzeuglackierungen. Die in Gold gehaltenen Fahrzeuglackierungen, das sind die, die in dieser Michael Schumacher Edition mit dabei sind. Und da hat man sehr viel, sehr, sehr viel Auswahl. Und dann noch, wenn ich mich bei RaceNet anmelde, gibt es da auch nochmal eine extra Lackierung dafür. Es gibt auch eine Jubiläumslackierung zum 70-jährigen Bestehen der Formel 1. Ist auch vorhanden. Und hier zeige ich euch mal so ein bisschen durch. Also mit MS, das an der Seite. Das ist halt die Michael Schumacher Sachen. Und hier kann man sich farbtechnisch komplett austoben. Dann gibt es noch Sponsoren-Badges, die man sich selber drauf machen kann. Mit so ein paar ja, selbst erstellten Sponsoren. Hier hat man so ein bisschen Auswahl X-förmig. Ist halt ein X gehalten. Was so leicht an bestehende Marken so angedacht ist, ja, RGB, na. So in etwa. Dann hatten wir eine hübsche Firma, die hieß Gedankenübertragung. Dann hast du 7, was so leicht Richtung 7 abging, die Schrift. Also hier hat man unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, genauso beim Erstellen von Charakteren und Abzeichen kann man sich auch machen. Also man hat sehr viel. Es werden Highlights gespeichert. Ich glaube, das ist übernommen worden von 2019. Und der Splitscreen-Modus ist zurückgekehrt. Endlich. Man kann auch offline mit Freunden fahren. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen was über die Teamkarriere. Es sind mehrere Speicherstände möglich. Das kann ich euch dann nochmal zeigen. Das zeige ich euch nochmal. Man wählt halt den Charakter aus, den man sich erstellt hat, gibt dem Team einen Namen, ich nenne das jetzt einfach Kurzform für Test, und man hat zu Beginn 7 verschiedene Sponsoren mit unterschiedlichen Anforderungen. Man sollte sich, wenn man das realistisch wählt, den Sponsor wählen, wo man die Anforderungen schafft. Wir sind dann 11 Teams, wenn du Williams schlägst, bist du schon auf 10 und du hast hier verschiedene Motorenpartner. Ich denke mal, bei Ferrari werden sie jetzt nach dem ersten Saisonrennen vielleicht nochmal etwas anpassen, genauso wie bei Mercedes. Das ist nicht ganz so realistisch. Honda hat gefühlt für mich einen Schritt gemacht. Und als seinen zweiten Fahrer kann man dann einen Fahrer aus der Formel 2 auswählen. Es sind hier immer, man hat immer eine Auswahl von 7 Fahrern und die sind zufällig gewählt. Also man kann Glück haben, man hat Mick Schumacher zu Beginn mit dabei oder Sete Camara, Nick de Vries, was auch immer. Und die sind dann, wenn man den zweiten Speicherstand wählt, nicht mehr mit dabei. Man kann wieder das Fahrzeugdesign ändern, man kann sein Badge hinzufügen. Und ja, also man hat sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und halt auch mit den Geldsachen ist man auch relativ weit. Und dann beginnen wir schon bei der Auswahl der Rennen. Also es sind 22 möglich, 16 möglich und 10. Und man kann auch, wenn man zum Beispiel die 16er Rennserie nimmt, kann man, ui, da bin ich ein bisschen zu weit gekommen, kann man zum Beispiel, wenn man das Rennen Bahrain nehmen mag, Bahrain ausschalten, dafür Melbourne reinnehmen. Oder wenn man Austin nicht mag, den Hungaroring reinnehmen. Wenn man unbedingt in Abu Dhabi fahren möchte, kann man das auch noch reinmachen. Ja. Es ist sehr viel Gestaltungsmöglichkeit möglich. Und dann hat man noch die Auswahl zwischen Standard, seinem Rennstil, und einem Gelegenheitsfahrer. Gelegenheitsfahrer, da sind alle Fahrhilfen an. Du hast die Möglichkeit, nur noch wenige Sachen zu beeinflussen. Du hast, also beim Gelegenheitsfahrer, du hast die ERS-Hilfe an, DRS-Hilfe an und die Sprithilfe an. Ja.
So, jetzt gehen wir gleich mal einen Schritt weiter. Bei Standard kann man halt alles einstellen, wie man es möchte. Ich habe ewig lange nicht gespielt und da ist es ganz gut für mich. Und dann im Team-Modus gibt es die Möglichkeit, spezielle Updates für sein Fahrzeug in einem Kalender. Entweder man generiert Geld oder macht etwas für sein Team. Hier kann man was ausbilden für die Fahrer noch. Ja, das kann man alles selber gestalten. Man muss den Kalender bestenfalls voll bekommen. Und ja, da hat man. Und man kann dann anhalten und weiterspringen. Ist relativ kurz getaktet am Anfang. Man hat halt nicht die ganze Möglichkeit Zeit. Quasi ab eine Woche vor Fahrzeugvorstellung ist dann, musst du deinen Terminkalender ja, selbst bestimmen. Und hier die verschiedenen Abteilungen, die man hat. Also wenn man als eigenes Team anfängt, man hat keine Marketingabteilung und noch keine Personalabteilung. Aber die anderen Abteilungen sind da. Oder in der Marketingabteilung und in der anderen Abteilung ist dann nicht so viel los. Und man kann dann verschiedene Updates sich kaufen mit dem Geld, was man generiert. Die Stufen steigen, da kann man über die Stufen kann man dann mehrere Updates gleichzeitig machen. Also wenn man zum Beispiel Stufe 2 ist, kannst du zwei Updates gleichzeitig fahren für den Motor. Und auch für Formel 1 Line ist das relativ gut gemacht im F&E-Baum und im Baum für. Ja. Jetzt hat man gerade gesehen, man kann noch mehr ja, Sponsoren auswählen, je höher der Teamrang ist. Und wenn man mal keinen Bock mehr hat auf seinen zweiten Fahrer, kann man hier noch sich welche ausleihen, auswählen, den neuen Ersatzfahrer mit dem Preis. Wenn man bisschen mehr auf der hohen Kante hat, sein zweiter Fahrer nicht so gut war, kann man sich hier ja, Fahrer aussuchen. Dann hast du noch die Teambilanz, wie es mit dem Geld aussieht, und du kannst jederzeit dein Auto lackieren. Alles ohne Probleme. Und ja, hier ist dann noch. Hier ist noch ein dritter Speicherstand möglich. Ich werde jetzt diesen Testspeicherstand noch schnell löschen, dass ich nicht durcheinander komme. Der andere Testspeicherstand, ja, habe ich mal was versucht. Wie das so ist, habe ich mich ein bisschen reingespielt in das Spiel. Und in der Fahrerkarriere kann man halt das, wie es bei F19, 2019 möglich war, auch die F2-Karrieren sich durchspielen. Oder man geht halt direkt zur Formel 1. Da möchte ich mal kurz ausprobieren. Wurde ja auch viel gemutmaßt, dass bei Kundenteams, dass man entweder den Motor komplett selber ausbauen kann oder es nur bestimmte Stufen möglich sind bei den Kundenteams. Ich habe jetzt mal exemplarisch dafür Haas ausgewählt. Wir gehen jetzt mal gleich auf die F&E-Abteilung, schauen uns das an. Hier noch. Man hat immer andere Nachrichten. Hier sieht man das. Sie sind schon etwas weiter in den verschiedenen Abteilungen, verschiedene Level. Und wenn man sich den F&E-Baum ansieht, die Aerodynamikabteilung sind nur bestimmte Updates möglich, in der Chassisabteilung nur bestimmte Updates und in der Antriebsabteilung nur bestimmte Updates. Nur in der Strapazierfähigkeitsabteilung hat man ja, volle Möglichkeiten. Dann gibt es noch den Podiumpass und die Superlizenz. Wird erst morgen freigeschalten, wenn das Video schon einen Tag draußen war. Ich muss ja ein bisschen vorproduzieren. Und jetzt möchte ich euch noch schnell was über den Splitscreen-Modus erzählen. Da sind noch einige Fehler vorhanden. Ich habe den auch angezockt und da habe ich hier mit einem Freund da gesessen. Wir wollten spielen. Ein Controller mit Kabel angeschlossen, einer mit dem PC über Bluetooth. Und ja. Der Kabelcontroller war dominant und hat quasi für beide Bildschirme mitgelenkt. Wir haben es dann über Tastatur gemacht. Da gibt es auch noch ein Problem. Wenn man auf Standard ist und den Überholknopf drückt, er bleibt gedrückt. Den kann man nicht mehr ausschalten. Das ist so ein kleines Problem. Und ich lasse euch jetzt mit ein paar Farbe dann alleine. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao. Bis zum nächsten Mal.
vor dir beträgt